Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Es gibt mal wieder ein paar Updates. Und zwar einmal geht es um den Fall von Ursula Hermann. Und zwar der an dem Mord an Ursula Hermann verurteilte Werner Mazurek kommt frei. Sein Anwalt hatte der Bild gegenüber berichtet, die Strafvollstreckungskammer Lübeck hat heute am Mittwoch, dem 31. Mai 2023 entschieden, dass die weitere Vollstreckung der Strafhaft mit dem 7. Juni außer Vollzug gesetzt wird. Das heißt, Mazurek kann am 7. Juni schon in Freiheit sein, wenn die Staatsanwaltschaft Augsburg keine Beschwerde einlegt. Und das gilt als sehr unwahrscheinlich, denn nachdem die Staatsanwaltschaft selbst den Antrag gestellt hatte, die Reststrafe außer Vollzug zu setzen, rechnet man nicht mit einer Beschwerde, so sagt der Anwalt Rubach von Werner Mazurek. Werner Mazurek war 2010 wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll die 10 Jahre alte Ursula Hermann im September 1981 entführt, in eine Kiste gesperrt und vergraben haben. Und das Mädchen starb dann innerhalb kürzester Zeit. Das Motiv für die Tat soll die Lösegeldforderung von 2 Millionen D-Mark an Ursulas Eltern gewesen sein. Doch es gibt weiterhin Zweifel an seiner Schuld. Das Urteil ist dünn. Und Mazurek beteuert seine Unschuld. Bild hat ihn im April in der JVA Lübeck besucht und da hat er wohl gesagt, dass ihm 15 Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Und wenn er rauskommt aus dem Gefängnis, wird er allen seine Unschuld beweisen. Und sein neues Leben in Freiheit hat er wohl schon akribisch geplant. Eine Wohnung und ein Auto hat er schon. Es ist also praktisch alles bereit, dass er dann durchstarten kann und seine Unschuld nachträglich beweist. Denn er will den wahren Mörder finden. Und ich denke mal, viele von euch kennen den Zusammenhang mit dem Fall an der Charlotte Böhringer aus München. Dieser wurde ebenfalls vor wenigen Wochen im April diesen Jahres nach 17 Jahren verbüßter Haft wegen des Mordes an seiner Tante Charlotte Böhringer aus der Haft entlassen. Es handelt sich dabei um Benedikt Hoth. Und es würde mich nicht wundern, wenn die beiden zumindest in Teilbereichen zusammenarbeiten würden. Denn bei beiden Taten gibt es Hinweise, dass sie, also die verurteilten Straftäter, diese Tat nicht begangen haben. In beiden Fällen war diese Beweislage oder besser gesagt Indizienlage nämlich recht dünn und wird immer noch von vielen Leuten angezweifelt. In dem Fall von Ursula Hermann ist es so, dass selbst der Bruder von Ursula davon überzeugt ist, dass Mazurek die Tat nicht begangen hat. Und im Fall von Benedikt sind Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude, der immerhin auch studierter Jurist ist, mittlerweile auch Zweifel gekommen, ob er denn tatsächlich der Täter ist. Und er ist mittlerweile das prominenteste Gesicht einer mittlerweile auf fast 200 Mitglieder angewachsenen Unterstützergruppe. Das interessanteste Indiz in diesen beiden Fällen ist eine DNA-Spur, die mit beiden Fällen in Verbindung gebracht wird, aber keinem der beiden verurteilten Täter zugeordnet werden kann. Im Fall von Charlotte Böhringer wurde diese Spur in ihrer Wohnung gefunden und bei Ursula Hermann war es so, dass man Anfang 2007 an einer Holzschraube der Kiste, in der sie versteckt war, eine neue DNA-Spur sichern. Und im Mai desselben Jahres wurde bekannt, dass sie eben mit zwei Spuren vom Tatort des Mordfalls Charlotte Böhringer in München übereinstimmt. Der Abgleich dieser neuen Spur mit der DNA von rund 30 Verdächtigen im Fall Ursula Hermann, darunter auch mit der des später verurteilten Werner Mazurek, ergab jedoch keinen Treffer. Wie die beiden Kriminalfälle zusammenhängen könnten, blieb unklar und Gegenstand von Spekulationen. Eine versehentliche oder absichtliche Verunreinigung von Probenmaterial kann der Grund für die Übereinstimmung der DNA-Spuren sein. Also meiner Meinung nach ist es tatsächlich eine Möglichkeit, denn wir hatten dieses Phänomen ja schon mal
als ganz Deutschland nach einem Phantom gesucht hat. Und dazu werde ich jetzt auch definitiv in Kürze ein Video machen. Allerdings ist diese DNA-Spur nicht die einzige Spur oder das einzige Indiz, das diese beiden Fälle irgendwie zusammenführt. Aber dazu hatte ich bereits in vorherigen Videos etwas gesagt. Allerdings wird aktuell gerade wieder gegen Benedikt ermittelt. 17 Jahre nachdem er aus der Haft entlassen wurde. Und zwar wegen des Verdachts der Bestechung. Vor einer Woche ist der im sogenannten Parkhausmord zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Benedikt T. auf Bewährung aus der Justizvollzuganstalt in Straubing entlassen worden. Aber die bayerische Justiz ermittelt weiterhin gegen ihn, wegen des Verdachts der Bestechung. Dies bestätigte Benedikts Anwalt Peter Witting der Süddeutschen Zeitung, nachdem am Samstag die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte. Zu Details äußerte sich Witting ebenso wenig wie die Staatsanwaltschaft Regensburg, deren Zweigstelle Straubing das Ermittlungsverfahren führt. Witting hält den Vorwurf gegen seinen Mandanten für vollständig unbegründet. Er wies darauf hin, dass die Ermittlungen für die Strafverstreckungskammer kein Hinderungsgrund für die gewährte Bewährungsaussetzung gewesen seien. Insofern ist Witting optimistisch. Wir rechnen in Kürze mit einer Verfahrenseinstellung. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht es beim Vorwurf der Bestechung um eine Flasche Schnaps, die Benedikt dem Wachpersonal der JVA im vorherigen Herbst mitgebracht haben soll, als er sich im offenen Vollzug befand. Der Schnaps sei als Gegenleistung gedacht gewesen für eine Kiste Spezi, die Wärter nach einem Fußballspiel den siegreichen Gefangenen spendiert haben sollen. Und dann gibt es noch ein Update im Fall von Maddie McCann. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Bundeskriminalamt hatten ja eine Suche im Arade-Stausee im Fall von Maddie Ende Mai ins Rollen gebracht. Was genau die Suche ausgelöst hat, blieb zunächst unklar. Von Entwicklungen in jüngster Zeit sei die Rede und es gebe natürlich einen Hinweis, dem die Polizei nachgehen werde, sagte der Staatsanwalt Hans-Christian Wolters auf Anfrage von Media. Zu weiteren Details schwiegen dann die Behörden und verwiesen auf ermittlungstaktische Gründe. Es wurden Stofffetzen gefunden und auch Bodenproben genommen, berichteten portugiesische Medien. Es sei ein relevanter Hinweis gefunden worden, schrieb die portugiesische Zeitung Correio da Manhã, darunter ein BH-Träger, Kleidungsstücke und Plastikgegenstände. Und nach neuesten Erkenntnissen ist wohl ein Gruselfund am Arade-Stausee Auslöser für die intensive Suche gewesen. Ein britisches Ehepaar habe einen Schrein dort entdeckt, allerdings schon 2007, wie die Daily Mail schreibt. Die behelfsmäßige Gedenkstätte habe aus Steinen oder Felsbrocken bestanden, die pfeilförmig angeordnet gewesen seien und in Richtung eines Picknickplatzes zeigten. Auf einem Stein seien Blumen gelegen und auch ein Foto von Maddie soll darauf befestigt gewesen sein. Das Ehepaar fotografierte den Schrein noch, bevor er kurz darauf zerstört worden war, und schickte die Aufnahme an die Polizei. Nachdem das Paar erfahren hatte, dass gegen den Deutschen Christian B. ermittelt wird, hätten sie die Fotos auch an das BKA geschickt. Die deutschen Behörden hätten sofort reagiert und sich mit ihnen in Verbindung gesetzt. Und dann heißt es noch, die in der vergangenen Woche im Bereich des Arade-Stausees in Portugal durchgeführte Suchaktion ist am Donnerstag nach 3 Tagen planmäßig beendet worden, hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, dem 1. Juni 2023. Und weiter, ein zuvor genau festgelegtes Gebiet entlang des Stausees wurde vollständig nach möglichen Beweisstücken abgesucht. Bisher hielt sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Detail zurück, verwies auf ermittlungstaktische Gründe und bleibt offenbar bei dieser Linie. Im Rahmen der Maßnahme wurden einige Gegenstände sichergestellt, die in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet würden. Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit nicht sagen, so die Staatsanwaltschaft. Auch ob es sich dabei um einen BH-Träger, Kleidungsstücke und Plastikgegenstände hatte, wie die portugiesische Zeitung Correio da Manhã schon vergangene Woche berichtet, bleibt zunächst offen. So, meine Lieben, das waren einmal Updates in 2 Fällen, die ich ja permanent begleite, beziehungsweise man kann fast sagen in 3 Fällen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert.
Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.